Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Breakfast. Wir sind in der Pro International Serie unterwegs und hier haben wir noch ein Event offen. Dann haben wir uns echt zum Schluss aufgehoben. Hier kriegen wir nämlich voll krass den Big Rig LKW. Ist das ein Raketen-LKW? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir dürfen hier... Echt jetzt? Supervan. Der ist dafür nicht zulassen, aber der... Klasse B, super ernsthaft? Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird hier. Wir gucken mal. Ich würde sagen, wir starten auch direkt, oder? Es ist ein Rennen. Fire Rock Raceway, Hauptstrecke. Abfahrt. Da bin ich ja mal gespannt. Wir werden sehen. Könnte cool werden, oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, was waren das denn? Okay, LKW, LKW. Wie, jetzt fahren wir alleine gegen... Oh, oh. Echt jetzt? Wir müssen vor das Ding abhauen, oder was? Das sind alles LKWs? Nein. Wir fahren hier mit den drei Beinen ihr Auto? Oh, nein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Fast ein bisschen Angst gerade. Beende das Rennen auf Position 1. Ja. Oh Gott. Aber das Ding fährt sich halt einfach wie so ein Ei. Ohne Schale. Roh. Da sind sie ran hinter uns. Oh oh. Ah, hau ab, Mann. Geh weg. Das wären drei Runden pure Angst, oder? Wenn der LKW von hinten kommt, dann sind wir halt einfach platt. Wir müssen die Agilität von der Gerät ausnutzen, in der Hoffnung. Oh, da ist er ran. Nö, kipp doch nicht. Das war das Wesen, den kriegen wir nie wieder eingeholt, oder? Das ist der Nächste, schieb mich an, jawohl. Gott, diese Dreibein-Gurke geht ja gar nicht. Danke fürs Schieben. Oder brauchen wir dafür vielleicht ein anderes Auto? Nein, wir sollen noch Position 1 fahren. Das ist nicht... Oh Gott, da sind noch viel mehr. Hilfe. Können wir ganz böse abkürzen? Jetzt auf. Also auf jeden Fall schon mal ein Baum, das ist blöd. Jetzt sind wir auf Position 8. Oh oh. Ach, das ist doch kein Auto nicht. Das kannst du ja voll knicken. Vor allem, wir haben gar keine Auswirkungen auf diese LKWs hier. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. So. Ja, total toll. Jetzt mal ohne Witz, was soll denn das? Das können wir im Leben nicht gewinnen. Ich weiß nicht mit der Schaluppe hier. Es sei denn, wir bauen hier Stützräder an oder so. Wir könnten ja vielleicht mal nach diesem Rennen gucken, ob wir hier irgendwas tunen können an dem Ding, weil geil ist es halt einfach wirklich nicht. Immer wenn er in den Bereich kommt, wo man ein bisschen was machen könnte, hebt er das Beinchen und dann fährt das Ding einfach nicht mehr. Ja, 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 kloppt euch da vorne. Wir sind auf Position 9, das ist echt nicht gut. Wir sind die Einzigen mit so einer euren komischen Karre hier, oder? Glubig. Ja, möchte ich sagen, ja. Guck mal, wie die mit uns hier rumwürfelt. Was ist denn hier los? Eine Herausforderung fehlgeschlagen. Ja, ich weiß. So. Ja, aber wir haben einen Platz gut gemacht. Schon mal nicht schlecht. Allein unter Trucks.
Ach ja, Fehlschlag. Und die Punkte nehmen wir mit. So. Haben wir wirklich nur den Ehen? Warte mal. Supervan, im Besitz einer. Der Markt. Können wir hier was wählen? Warte mal. Firefly. Wo steht denn hier nochmal die Gruppe? Wo waren das? Wisst ihr einer? Ich weiß gerade nicht. Firefly, da. Ah, hier, ne? Typ. Genau. Groß. Aber bei Supervan, da muss er. Ist das hier auch ein Supervan? Eine Kombi, ne? Ja. Er hier? Groß. Mittel. Oh oh. Das ist nicht gut. 21.000. Wir haben 22.000. Das sind alles nur Kombis hier. Groß. Ne, man kann hier nicht durchtappen, leider. Oder? Warte mal. Mittel. Oh, der hängt da ein bisschen. Da hat er richtig Stress hier. Was ist denn hier los? Der ist versperrt. Mittel. Ja, ist nicht so cool. Können wir das vielleicht gar nicht fahren, das Event? Das wäre natürlich blöd. Oh, warte mal, probieren? Das ist, glaube ich, eine ganz harte Nuss, oder? Wir haben nur dieses Ding. Zusatzziele. Sei mindestens eine Runde in Führung. Besiege die Trucker. Das ist das Ding. Das ist, wow. Ist schwierig. Bin mal gespannt. Und los. Wir dürfen die einfach nicht vorbeilassen. Vielleicht haben wir da Chancen. Das Ding fährt sich aber halt mega kacke. Ich wollte in den Shop, wenn wir Stützräder anbauen können. Das war praktisch. Die dürfen uns dann halt nicht kaputt fahren, ne? Ja. Ah, bleibst du wohl auf deine. Ah, das Ding ist schon vorbei. Da sind sie ran. Du darfst dir gar keinen Fahrfehler erlauben hier. Da war schon. Geh weg. Oh Mann. Vielleicht schaffen wir die erste Runde in Führung. Und nicht, wenn der umkippt hier. Kannst du vergessen. Da ist er schon vorbei. Geil. An, er fährt halt einfach, wenn er auf zwei Räder steht, fährt er nicht. Wie beendet? Ja. Fortsetzen bitte, danke. Beenden, ja. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwas tun können an dem Ding. Upgrades. Motor. Ja. Nein. 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 Ist jetzt Gruppe A. Ist das jetzt ein Problem? Kaufen wir nicht. Egal, wir machen mal weiter. Panzerung. Wir können hier nichts machen. Hör mal auf. Das ist nicht gut. Ja nun. Das muss Gruppe B sein. Wir haben kein Fahrzeug Supervan in Gruppe B. Das kann sich keiner erzählen. Das geht gar nicht. Zurück. Echt nicht. Warte mal. Der Markt. Man muss doch hier irgendwo auch die Typen auswählen können, oder? Das Kombi. Groß. Kombi. Kompakt. Groß.
Mittel. Jetzt haben wir Geld ausgegeben, wir können uns eh kein Auto mehr kaufen. Mittel, Mittel, Mittel und groß. Das ist nicht gut. Ja. Vielleicht über DLCs oder so? Vielleicht, vielleicht und nicht, vielleicht und nicht. Mal gucken. Pass auf, wollen wir in die World Masters gehen? Was haben wir denn hier? Das dürfen wir nicht fahren? Wieso? Besitz 0. Road Slayer. Wir haben aber einen Road Slayer. Oder haben wir keinen? Haben wir ihn oder haben wir keinen? Was ist denn das hier? Banger Race, Heat Race. Wollen wir das fahren? Schulbus haben wir, Klubik. Lass mal Schulbus ballern. Du nimmst bereits an einem anderen teil. Möchtest du? Ja, bitte. Danke. So. Dann machen wir einen Schulbus kaputt, wenn die anders geht. Ja? Gegen die LKWs haben wir keine Chance mit unserer dreibeinigen Brotspinne da. Geht ja nicht. Big Valley Speedway. Na, dann lass mal zerknacken, die Dinger. Ja, Mann. Schulbus ballern. Und los. Oh, wir starten recht weit hinten, ne? Na, mal gucken. So, innen an die ganzen Typen vorbei. Oh, ja, schon sehr gut. So, die verhaspeln sich, unsere Chance. Außen hast du halt eine höhere Geschwindigkeit, ne? Aber innen hast du weniger Probleme, dass du aneinander gerätst mit anderen. Oh, guck mal hier, wenn die sich irgendwie verkabbeln, haben wir da raus einen minimalen Vorteil. Wir fahren 12 Runden, verdammte Hacke. Das ist viel. Das ist sehr viel. Na, fährst du geradeaus, Junge? Fahr mir doch nicht in die Seite. Wer soll denn da nachher noch durch die Tür ein- und aussteigen? Versteh doch mal. So, die Viere da vorne müssen wir auch noch überholen. Dann sind wir auf Nummer 1. Schauen wir mal. Aber 12 Runden ist eine Nummer. Ja, wir kommen ran, wir kommen ran. Können wir den irgendwie ein bisschen beiseite? Er strauchelt, ja, er schwenkt aus. Wir sind vorbei. Sehr schön. Taktisch. Huch, hoppala. Entschuldigung. Er ist ja voll einfach. Warte mal. Wenn wir in den reinfahren, fährt er dann in den anderen rein? Nein, aber er verliert an Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt halt in die Wand drücken, ja, dann ist er weg. Haha, einer noch. Ist er easy? Ist er geschenkt? Was ist denn hier los? Voll geil. Und beende das Rennen auf Position 1. Na, warte mal, wenn wir voll in den rein hämmern hier. So, dann bringen wir nämlich total aus dem Konzept. Oh, guck mal. Schön, Betonumbau, gefällt dir, ne? Ich weiß. Siehst du, jetzt müssen wir das Ding nur noch nach Hause fahren. Vielleicht können wir jetzt auch auf der Spuräußeren. Uiuiui. Warte mal, hier außen sind die Geschwindigkeiten halt einfach höher. Jetzt müssen wir nur schlau fahren. Dann haben wir das Ding auf jeden Fall gewonnen. Wir fahren einfach stumpf dumm im Kreis. Ich muss euch ehrlich sagen, kaputt machen wäre cooler gewesen. So, Demolition Derby oder so. Aber naja. Dann machen wir halt Bus in Kreisfahrsimulator. Geht ja auch. Aber es ist halt echt langweilig, wenn vor uns Kinder mehr ist. Die sind alle hinter uns. Ah, cool. Wir können aber überrunden und kaputt machen. Dann ist das unsere nächste Mission. Überrunden und zerstören. Voll geil. Guck mal, da vorne sind sie nämlich. Wir kommen gut ran. Wir machen ordentlich Meter. Unser Bus hatte fast gar keinen Schaden. Wir haben immer noch 97 Schadenspunkte, die wir noch erhalten. Ist gut, aber ich glaube, jetzt kommen wir nicht wirklich ran. Es sei denn, die verkabbeln sich da ordentlich miteinander, dann haben wir eine reelle Chance. Haben wir den Bus eigentlich getuned? Hielt den überhaupt? Da müsste man auch mal gucken. So.
Gib ihm, Junge. Komm schon, komm schon. Wir kommen nicht ran, verdammt. Wir fahren das noch 3 Runden im Kreis und dann ist das Thema erledigt hier. Ist ja fast ein bisschen langweilig. Und ich dachte, das ist hier Pro Masters ultra krass. Immer schön drauf, feste und kaputt und die totale Zerstörung und Anarchie. Aber irgendwie, ja, nö, nö. Naja, dann sind das vielleicht gleich geschenkte Punkte. Kann ja auch mal passieren. Das ist für einen Einstieg gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir rangekommen, guck mal. Ich sag ja, wenn wir fertig sind mit Fahren, dann sind wir dran. Aber ich hätte gerne noch so ein paar Aufprallpunkte, Bonuspunkte irgendwie. Das wäre noch an sich nicht verkehrt. Ja, die kriegen sich da eine Prügel. Wir kommen. Wir kommen. Sag ja, vorletzte Runde und wir sind dran. Das ist ein bisschen nervig. Ich will noch wenigstens eh irgendwie rausboxen oder so. Könnte in der Kurve hier was werden, oder? Können wir in den reinfahren? Ja. Können wir den hier schön böse an der Wand schrammeln? Ja, können wir. Oh, der will aber nicht. Okay. Naja, letzte Runde. Komm, dann fahren wir einfach unter Gleichgesinnten. So ist es dann. Oder kriegen wir da nochmal eben so ein bisschen mit Feinkontakt? Na, nee, leider nicht. Okay. Das war ja es echt. Hä, und das ist? Naja, okay. So sei es. Fortsetzen die das jetzt weiter? Nö. Das Thema haben wir gewonnen. Oder jetzt da weiter? Nö. Abgeschlossen. Bonusziele. 1 von 2. Okay. So, wir hätten das, Freunde. Haben wir ja keine Kohle gekriegt? Wir haben 10.000. Das ist nicht viel. Haben wir noch irgendwas anderes Cooles? Das ist alles noch versperrt hier. Haben wir eigentlich in den anderen Klassen hier noch irgendwas nicht gefahren? Ja, hier ist ja noch voll viel frei. Hallo? Ja, komm, wir fahren mit dem Rasenmäher. Voll geil. Da gibt's Bock drauf. Das machen wir. Wir fahren noch Rasenmäher. Cool. Geil. Er mit seinem fetten Harvester hat eine Macke oder was? So, aus dem Weg. Ich komme. Der ist wieder rausgeflogen. Tschüss. Oh Gott. Wir hätten mal auf die Straße gucken sollen. Hallo? Na toll, wir sind ganz hinten. Das wird doch nicht mehr, oder? Der hat ja richtig verkackt. Mehr Dampf. Komm, den Mähdrescher müssen wir aber wegmachen hier. Gegen den hast du ja keine Chance. Gott, was machen die denn hier? Guck mal, der hat den mitgenommen als Anhalter. Geh weg. Geh weg. Wir haben reelle Chancen. Geh weg. Fahr gegen den Bund. Ja, hau ab. Ist ja geil. Hat gerade voll Bock drauf irgendwie. Ist ja lustig. Warum können wir denn die alle so krass überholen? Fahren die so schlecht oder fahren wir so gut? Haben wir den Rasenmäher-Traktor getuned? Ich weiß es gar nicht. Wir machen hier eh Platz nach einem anderen gut. Brauchst irgendwie, ja, nicht bremsen, einfach nur lenken und Vollgas mit dem Ding hier, theoretisch. Ist ja übelst cool. Was macht er denn da? Wir überrunden den Mähdrescher. Ich glaube, der ist echt bockig, dass der das Ding gewählt hat, oder? Ich meine, der ist im Rausboxen, ist der super. Und fährt doch einfach mal aus der Strecke raus. So, wir sind auf Position 5. Hau ab, ich habe gesagt, ich bin auf 5. Hörst du mir nicht zu? So, da liegt er sich hin, siehst du? Okay, jetzt wird der Fahrerfeld ein bisschen groggy. Ja, oh, ja, 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 ja. Die Fahrfehler schleichen sich ein. Vorletzte Runde, das wird nicht mehr. Sag mal.
Vielleicht müssen wir das nochmal fragen. Ich habe nämlich gleich in der ersten Runde richtig verkackt. So, Wiedersehen. Wie die alle abpfeifen hier. Sieger! Boing. Er brennt! Geil! Wir haben Feuer gemacht. Es ist leider beendet. Fehlschlag. Neustart. Ja. Ja. Wir starten von ganz hinten. Das ist auch echt nicht cool. Aber okay, komm. Macht übelst Laune hier mit den ganzen anderen Chaoten. So, guck mal, schön. Jawohl, so geht das. Rasenmähertreckerrennen ist doch echt übelst cool. Selbst die verrücktesten Dinger, also in echt jetzt mit Nos, dann hast du nie gesehen. Ist voll abgefahren. Richtig kranke Typen sind das da. So, die ersten drei, jetzt sind wir dabei. Guck mal, das wird doch was hier. Verbremst hat er sich? Ja, lass dich wegfahren von dem Ding. So, siehst du, ist auch unter der Räder gekommen. Das ist ja lustig. Siehste, Nummer Uno. Wir sind dabei, an der Spitze. Jetzt müssen wir nur gewinnen, die Position halten und dann wäre cool. Krass, wir haben voll viel nicht gefahren. Das war mir ja nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hatte mich immer gefreut, dass wir einfach die nächste Meisterschaft freischalten haben. Aber nie darauf geachtet, ob da noch Events irgendwie frei sind oder so. Ich meine, umso besser, dann können wir eine Runde Rasenmähertrecker fahren. Fetzt ja auch. Das war ein anderes. So, jetzt kommt hier die Meute. Kommen wieder durch, sauber. Jawohl. So, vorletzte Runde. Nochmal ein bisschen die Arschbacken anspannen hier. Ne? Da kommt der Mähdrescher. Der hat uns jetzt erwischt. Aua. Den haben wir erstmal von seinem Kurs abgebracht. Ja. Ne? Nö, nicht. Er schon wieder. Komm. So. Letzte Runde. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen aufpassen. Wir sind 4 Sekunden langsamer wie den Mähdrescher. Der kommt genau da. Ja, die tricht ein bisschen raus, die Kurve. Aber da kriegen wir alles hin. Mähdrescher kommt noch nicht. Oh. Ein Rasentraktor ohne Fahrer. Wir sind durch. Nummer Uno, wir haben gewonnen. Das ist immer ein bisschen cool. Hat Spaß gemacht. Fortsetzen. Gibt ein bisschen Kohle, ja. Und haben wir jetzt Sunrise, super. Klasse. Ah, Japanese. Ah, ja, wir hätten viel mehr Tuning-Teile freischalten können. Ich bin ja ein bisschen blöd. Nicht wahr? Ja. Reward. Lackierung freischalten. Rasenmähertracker. Cool. Cool, 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 cool. Abgeschlossen. Was ist denn hier noch offen? Demolition Racing. Folk Racing. Hier ist ja so viel offen. Sofa Race. Ey, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Noch eine Runde Couch fahren, oder? Voll geil. Micro Madness. Banger Derby. Canyon Crash Fest. Voll krass. Sind das hier noch? Banger Racing. Banger Blitz. Madman Stadium. Figure 8. Okay, das ist mir bekannt. Was haben wir denn hier? National Amateure sind auch noch bestimmt welche frei, oder? Ja, guck mal hier. Oh, geil. Leute, wir können ja so viel fahren. Da müssen wir alles nachholen. Müssen wir wirklich alles nachholen. Dann hast du hier... oh. Demolition Racing. Dann haben wir hier noch ein Folk Racing. Compact. Okay. Und hier sind auch noch 2. Cool. Hier ist bestimmt noch viel, viel mehr, was wir nicht gefahren sind, ne? Mal, wobei. Warte mal. Hier ist noch was. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh. Demolition Racing Challenge Wolfpack. Nicht im Besitz. Klasse B. Amerikanski. Kriegen wir vielleicht noch. Typ Road Slayer. Siehst du, wir brauchen Road Slayer. Deswegen, glaub, daran lachet. Ja, Limousinen rumdröschen. Geil. Cool. Mann. Das freut mich. Freunde, das war's für heute. Wir sind erfolgreich eine Runde Schulbus gefahren. Wir haben den Rasen gemäht, obwohl ja kein Rasen da war. Und wir haben ganz haushoch gegen LKWs in die Röhre geguckt. Ne? Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal holen wir die ganzen
versäumten, nicht absolvierten Rennen nach und dann gehen wir in die World Masters in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwo noch ein cooles Auto herkriegen oder so. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Auto als Belohnung, um gegen diesen LKW anzutreten. Wäre ja an sich ja nicht verkehrt. Ne? Also sind überall grüne Häkchen, außer hier unten, aber ist überall noch sehr viel zu fahren und das freut mich. Und wie gesagt, beim nächsten Mal hier war eine Runde mit der Couch auf der Strecke. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und reinhauen.